Verlassene Orte gibt es auf der ganzen Welt. Und wenn man mit diesem Hobby anfängt, schaut man natürlich erstmal, welche verlassenen Orte gibt es hier, bei mir, in meiner Stadt. Irgendwann hat man diese dann auch alle durch und man nimmt weitere Strecken auf sich und danach die Landesgrenze. Wenn man die Nachbarländer durchgespielt hat, geht es dann in weit entferntere Länder, beispielsweise Portugal. Kurz gesagt und getan. Nachdem unsere Hausaufgaben bezüglich Recherche erledigt waren, flogen Johanna, Gundi und ich nach Portugal. Wir mieteten uns dort ein Auto und fuhren durch das ganze Land und besuchten dort die spektakulärsten Lost Places, die wir finden konnten. Demnach sind 7 spannende Abenteuer für euch entstanden und in den nächsten 7 Wochen folgt diese Videoreihe und jeden Samstag um 10.30 Uhr wird es ein neues endlich gelandet. Dazu geben. Heute geht es mit der großen Portugal Lost Place Tour weiter. Mein Name ist Carsten und herzlich willkommen zur 3. Folge. Diese Location war definitiv ein Highlight der Tour. Besucht und erkundet haben wir eine extrem alte und bereits in sich verfallene Pathologie mit einem sehr alten Labor. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es wurde einfach alles zurückgelassen. Es war extrem gruselig, dunkel, finster und eine düstere Atmosphäre schwebte durch die Räume. Wir fanden haufenweise alte Laborgeräte, Schreibmaschinen, Mikroskope, einen Tresor und die Haupträume des Labors. Wahnsinn! Wir erkundeten das alte, in sich verfallene Gebäude immer weiter und machten immer mehr Entdeckungen. Im Obergeschoss fanden wir dann noch alte PC-Geräte und weitere riesige Räume gefüllt mit hunderten Mikroskopen und alles, was dazugehört. Doch welche Entdeckung wir dann machten, verschlug uns die Sprache und wir gerieten in eine Schockstarre. OMG. Laber nicht. Guck dir das mal. Leute. Das sind Fotos von der Leichen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit der Portugal-Reise und wir haben eine super Location für euch rausgesucht. Und zwar wollen wir uns eine verlassene, uralte Pathologie anschauen mit einer Art Labor noch. Das ist quasi ein Gebäude mit mehr Pathologie und Labor. Extrem veraltet das Ganze. Könnte wirklich ein extrem spannendes Abenteuer werden. Da möchten wir euch gerne mitnehmen, zusammen mit euch die ganze Location erkunden. Und ja, und dann wünsche ich euch nun viel Spaß mit dem Video. So, wir befinden uns jetzt unmittelbar vor der Pathologie, haben keine Ahnung, keine Infos über den Eingang, müssen uns das alles hier selber erarbeiten. Ich bin echt gespannt, ob wir da reinkommen, weil das ist wirklich ein Spot, wo wir unbedingt rein wollen. So, und hier rechts, das Rote, was wir sehen, hinter dem Zaun, das soll wohl schon das Gebäude sein. Also hier hinter den Fensterläden geht das schon los. Mega interessantes und altes Gebäude. Sollen wir vielleicht hier irgendwie einmal rumgehen oder so? Wir sind jetzt nochmal hinter das Gebäude gegangen. Haben gesehen, dass hier eine Tür auf ist. Vielleicht führt die uns zu unserem Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr da hinten links die Türe seht. Aber hier kommen jetzt wieder Leute entgegen. Deshalb ist das jetzt schon eine heikle Angelegenheit, würde ich sagen.
Wir sind jetzt hinter das Gebäude gegangen, haben jetzt hier so einen kleinen Schlupf gefunden und hier steht tatsächlich das Fenster auf. Okay Leute, wir sind direkt im Raum, wo die zwei Pathologietische stehen. Hier irgendwie so ein altes Schaltgerät von AEG. Dann dieses uralte Waschbecken hier. Und guckt euch das mal an. Dieser Verfall hier mit den ganzen Laborgeräten und Laborutensilien. Das ist doch uralt. Das ist unglaublich. Komplett unberührt, der Place. So unfassbar. Die alten Nadeln hier von der Spritze an Ort und Stelle. Dann haben wir hier weitere Schränke. Da sind wahrscheinlich auch Mikroskope drin. Ganz viele Utensilien für das ganze Zeugs hier im Labor. Aufsätze etc. Dann hier lauter Gefäße wieder. So, und gönnt euch jetzt mal diesen Blick, Leute. Ich kann euch nicht sagen, wie alt diese Tische sind, aber das ist schon unglaublich. Zwei Pathologietische nebeneinander hier. Hier wollten wir unbedingt hin zu der Location. Wundklammern nach Michel. Wieso steht das in Deutsch hier? Dann hier die ganzen Gasflaschen, auch unfassbar. Die linke muss uralt sein. Was das hier ist, kann ich euch nicht sagen. Da wurde wahrscheinlich mal irgendwas drin gereinigt, irgendwelche Proben. Oha. Das ist so ein uraltes Ding hier. Hier stehen noch weiter lauter Geräte. Alte Stühle, Kühlschränke. Boah, richtig geil. Das Mikroskop ist schon ein bisschen neuer als das, was wir gerade gefunden haben. Hier kann man ja die einzelnen Größen mit einstellen. Aber das ist schon ein heftiger Place, Leute, ich sage euch. Dann hier diese uralte, verfallene Schreibmaschine. Da kann man keine Taste mehr drauf drücken. Und da stehen auch wieder so Gasflaschen. Ich meine, es gibt aber noch einen Raum hier, wo extrem viele Mikroskope stehen. Wow. Liegen diverse Schlüssel rum und sowas. Okay, das sind unzählige Schlüssel. Polaroid-Fotos. Vielleicht von den... Laber nicht. Oh, Olli. Laber nicht. Guck dir das mal. Leute, das sind Fotos von der Leichen. Da ist eine schwarze Person, die tot ist. Das ist ja mal heftig. Ein Fuß, Leute. Ein Fuß. Hier auch. Eine Hand. Leute, das ist so heftig. Hier auch wieder ein Fuß. Komplett vergammelt. Leute, das ist ein Gehirn. Das ist ein offener Kopf. Keine Ahnung, das steht leider auch im Portugiesisch dran. Zellen? Bitte Zellen im Organismus. Und guck mal hier. Ein totes Tier. Das heißt, die Polaroid-Fotos sind tatsächlich hier von den Leichen gemacht worden. Blut? Ist das Blut?
Ja, hier stehen noch weitere Mikroskope an Ort und Stelle. Und guck mal, wie verstaubt das ist. Hier war auf jeden Fall seit zig Jahren keiner mehr drin. So, es geht weiter. Es riecht total modisch hier drin. Hier tropft es durch. Aber nichts Besonderes in dem Raum. Okay, nur ein paar alte Geräte und sowas. Dann schauen wir uns jetzt mal weiter um hier. Und gönnt euch nochmal den Blick. Wow. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch alles finden. Hier geht's noch weiter. Okay, irgendwelche Vitrinen sind hier. Wer weiß, was da mal untergebracht wurde. Oh, hier geht's weiter. Hier wird's interessant. Was das ist, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist irgendein Kessel. Aber guckt mal hier. Hier haben wir zwei extrem schöne Schreibmaschinen noch stehen. Die ist definitiv uralt. LC Smith und Corona. Das passt ja. So, und das hier, Leute. Auch ein mega interessanter Raum. Das habe ich schon öfter gesehen. Diese Glashauben, ich habe aber keine Ahnung, wofür die sind. Und wir sehen, die Straße ist direkt neben uns, Leute. Was war denn in den Hauben hier drin? Wurden hier irgendwie menschliche Überreste aufbewahrt oder was? Ich kann es euch nicht sagen. Es geht weiter, Leute. Auch hier wieder. Alles voller Mikroskope. Und ich weiß, dass die auf jeden Fall auch ordentlich was wert sind. Richtig krass, dass die hier alle so zurückgelassen worden sind. Hier haben wir auch noch lauter Proben hier in dem Schrank. Irgendwelche Medikamente. Und da sieht echt aus, als wäre da noch ein Knochen drin. Hier kann man durchgucken. Ich möchte das aber jetzt nicht anfassen. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Wir folgen dem langen Flur hier. Ja, das Aktenlager, wo alles gelagert worden ist von den ganzen Patienten und so. Hier ein uralter Tresor. Sieht richtig interessant aus. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann auch wieder Chemiezeug, Laborzeug, Laborutensilien etc. Und dann hat die Johanna gerade gerufen, dass hier wohl noch ein interessanter Raum wäre. Oh mein Gott. Wahnsinn. Das sieht doch mal heftig aus, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie alt dieser Place hier ist. Aber allein schon die alten Schränke hier, die schon auseinanderbröckeln. Und dann die ganzen Mikroskope hier drauf, die, das ist unglaublich, Leute. Guckt euch mal dieses uralte Mikroskop an. Das ist ja noch mal älter als die anderen. Und direkt neben uns habe ich gerade Passanten auf der Straße reden gehört. Das sind halt wieder die ganzen Boxen. Ich glaube, dann waren wir gerade im Hauptlabor. Und hier geht noch eine Treppe in den Keller. Hey, meinst du, das sind noch Leichenkühlungen? Kannst du gucken. Okay, das ist echt eine creepy Treppe. Nee, scheint nur. Okay, doch, hier geht's noch weiter. Oder? Nee, war nix. Aber echt eine krasse Treppe. So, wir dürfen jetzt unten alles durchhaben und gehen jetzt nochmal eine Etage höher hier. Wunderschöne Treppe mit wunderschönen Fenstern. Hier haben wir nochmal die Fenster von oben. Let's go! Wow!
Oh. Ja, es stinkt extrem und sehr alte Technik, ne? Heizlüfter, Computer, Drucker, Heizungen etc. Schöne alte Flagge. Wow, mit einer wunderschönen Deckenarchitektur aus Holz. Und das ist natürlich auch ein geiles Bild, Leute, ne? Die Palmen vorm Fenster. Was? Ich habe mich auf der anderen Seite gerade jemand gesehen, als ich hier reingegangen bin. Egal. Okay. Oh, das ist nochmal ein richtig schöner Raum. Alter, was? Guckt euch das mal an. Absolutes Highlight hier in der Location, dieser Raum. Überall stehen die Mikroskope, die ganzen Aufsätze hier in so Holzboxen und das wieder alles Mikroskope. Ich glaube, ein Mikroskop kostet 300 Euro oder so. Das ist ja unfassbar. Und das ist sogar richtig modern. Okay, hier steht leider nichts mehr drauf, aber die zwei Tische, die sind doch abgefahren. Stand da was in Deutsch? Ach, hier sind die ganzen Glasscheiben drin gewesen. Guck mal, hier. Hier haben wir auch eine Tafel. Sieht echt ein bisschen aus nach Schule. Und wo steht jetzt Deutsch? Ach krass, ja. Alles in Deutsch. Ich kann mir auch vorstellen, dass die hier in Deutschland hergestellt worden sind, die Teile. Und dann haben die in Portugal gekauft. So, und das sind dann die Gläser, von denen ich gerade sprach, die dann in den Holzboxen gelagert worden sind. Die werden ja schön unter das Mikroskop gelegt. Leute, das ist unglaublich. Und hier haben wir noch, wow, okay, jetzt kommen wir der ganzen Sache schon näher, dass das hier eine Schule sein könnte, weil wir hatten die Tafel gefunden, diesen Unterrichtssaal gefunden, aber selbst der ist ja uralt, Leute. Und auch hier wieder die Tafel. Hier erstens ungesehen reinzukommen und dann auch unentdeckt zu bleiben. Ich glaube, wir haben alles in dem Gebäude gesehen. Ich bedanke mich riesig fürs Zusehen. Würde mich mega über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Für uns geht es jetzt zur nächsten Location. Wir gehen jetzt in einen Palast. Von daher, bleibt gesund, haut rein und bis dann. Ciao.